Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen bei unserem heutigen Proof Webcast. Proof, das steht für Provide and Operate Facilities, bereitstellen und betreiben. Es geht um gut organisierten Betrieb, um Workplaces, die wirtschaftlich und zukunftsfähig sind und um Ressourcenschonung als echten Beitrag zum Klimaschutz. Wir gehen mit der Heckenschere hier durch all diese Themen und schneiden das ab, was nicht taugt. Und wir bringen das in Form, was uns nach vorne bringt. In der Mediathek finden Sie dazu Videos, Mitschriften, Visualisierungen, Whitepaper, Artikel, alles das, was Ihnen hilft, anzuwenden, was wir hier diskutieren. Und wir diskutieren vor allem nicht einfach zum offenen Videofenster hinaus, sondern halten währenddessen gute Gedanken für Sie fest. Das macht einer von uns. Und das bekommen Sie nachher per Mail. Einer von uns ist außerdem für alle Fragen im Chat für Sie da. Schreiben Sie doch am besten einmal direkt in den Chat, woher Sie kommen, damit alle ein Gefühl dafür kriegen, mit wem Sie hier gleich in der Runde zusammen sind. Moderiert wird das Ganze von Holger Knuf oder Katja Müller-Westing. Und dass wir das alles hier auf die Beine stellen konnten, dafür danken wir unseren Partnern wirklich von Herzen. Mit unseren Partnern gemeinsam denken wir all die Themen durch, die hier auf der Agenda stehen und wetzen vor allem die besagte Heckenschere. Und jetzt geht's los. So, genau. Jetzt geht's los. Jetzt auch live und in Farbe und nicht vom Tonband. Einen ganz wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen hier in die Runde und freue mich sehr, heute eigentlich eine relativ illustre Runde zu begrüßen und mich bei Alexander Risto direkt zu bedanken, dass ich jetzt meinen Film ändern muss, denn wir machen heute tatsächlich mal was anderes, denn Alexander Risto übernimmt heute die fachliche Moderation, da freue ich mich schon sehr drüber. Eigentlich müssten wir jetzt in dem Film noch ein Foto von dir mit einbauen, aber das kriegen wir sicherlich hin. Ich freue mich deswegen so sehr darüber, weil wir durch die Zusammenarbeit mit den TME Esfoshi jetzt auf dieses Thema, um das es heute geht, tatsächlich erst mit der Nase ein bisschen gestoßen wurden, weil wir im letzten Jahr, im Oktober, uns angefangen haben, ein bisschen darüber zu streiten, und das meine ich ganz positiv, was denn eigentlich ein Integrated Facility Management Modell beziehungsweise eine große Riesenkomplettvergabe, so haben wir es mal sehr, sehr wurschtig in einer Umfrage genannt, was das eigentlich ist und ob das tatsächlich so ein Riesentrend ist, wie wir am Institut eben nicht glauben wollten. Und wir sind da eines Besseren belehrt worden, dank einer gemeinsam verfassten Umfrage, bei der herauskam, dass 60% der Leute sagen, das ist ein starker bis sehr starker Trend, und immer noch ein Viertel sagt, das ist mindestens ein mittelstarker Trend in großen Unternehmen, großen Konzernen, eben an einen, möglichst einen Dienstleister, Standort, vielleicht sogar länderübergreifend, eben große Pakete zu vergeben. Ich bin dafür ehrlich gesagt wirklich sehr dankbar, dass wir uns da entlarvt haben bei etwas, wo wir eine Fehlannahme hatten. Denn wir aus Oberhausen sind ja dafür bekannt, dass wir eine relativ große Beharrlichkeit haben. Und wenn die nicht zwischendurch mal gegengeprüft wird, dann schlägt die in Sturheit um, und das wollen wir nicht. Gleichwohl muss ich sagen, der Wermutstropfen dabei ist, dass wir insofern recht hatten, als dass eben tatsächlich auch in unserer Umfrage viele Leute sagten, so richtig gut läuft es nicht. Also das waren doch eher wenige von 144 Teilnehmern, die wir bei der Umfrage hatten, die dann sagten, die richtig super zufrieden waren. Und da gibt es offensichtlich Schwierigkeiten, wo wir dann aber bei unserer Streiterei, in Anführungsstrichen, wirklich relativ nah wieder beieinander liegen, ist bei den Hausaufgaben, die ich vor allen Dingen auftraggeberseitig machen muss, im Hinblick auf die Organisationsentwicklung, im Hinblick auf die Steuerungsfähigkeit für solche Verfahren und solche Arten von Vergabe. Deswswegen bin ich ganz guter Dinge, dass egal, wo man jetzt die Sourcing-Linie zieht, das, was dahinter gemacht werden muss, um als Auftraggeber gut aufgestellt zu sein, sowieso getan werden muss. Und ich freue mich sehr, dass wir das heute gemeinsam zusammentragen, und zwar mit Dr. Alexandra Papst. Freut mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Und ja, so ganz unter ISS-Flagge ist es ja tatsächlich gar nicht, weil Sie sind auch die, ich muss es jetzt ganz korrekt sagen, die Unterarbeitskreisleiterin für Integrated FM bei der GEFMA. Und das ist ein Arbeitskreis bei den internationalen Vergaben, wenn ich es richtig sage. Aber zur Not einfach gleich Alexander Risto immer korrigieren, weil der macht ja die fachliche Leitung. Dann freue ich mich über Ansgar Thonhäuser, Director Group Real Estate und Facility Management bei Mahle. Du bist Nutzerbot-Mitglied, wir kennen uns super lange. Wie deine Haltung zu dem Thema ist, da sind wir, glaube ich, gleich alle sehr gespannt drauf. Ich weiß, dass hier auch schon viele mit den Hufen scharren, auch vielleicht im Chat. Schreiben Sie ruhig mal gerne rein, wo Sie herkommen, damit Sie schon mal so ein bisschen warm schreiben.
um sich zu diesem Thema zu positionieren. Und ich begrüße sehr herzlich Dr. Stefan Beretic, wie hier zu lesen ist, der Real Estate und Facility Management Experte bei der ABB und auch CEO von ABB Grundbesitz. Ich habe das aus Platzgründen weggelassen. Ich hoffe, das siehst du mir nach. Du bist mindestens in der zweiten oder dritten Vertragsgeneration eines solchen IFM-Modells und hast natürlich einen sehr breiten Erfahrungsschatz. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was ihr hier gemeinsam zusammentragt für die Organisation. Ich bediene gleich das Whiteboard-Skribbel also heute für Sie mit. Und mein Kollege Peter Brach sitzt hinter den Kulissen, hat natürlich auch ein Auge auf den Chat und sorgt dafür, dass hier alle Fragen gehört werden. So, jetzt aber bitte, Alex. Ja, wunderbar. Starte ich mal direkt. Wie Katja schon gesagt hat, IFM ist in aller Munde. Ich glaube, das ist das kritischste Thema in unserer Branche, was diskutiert wird. Das ist eine unglaubliche Transformation. Man spricht sehr, sehr viel darüber. Teilweise das, was man selbst erfahren hat, teilweise das, was man gehört hat. Man verbindet das mit Einsparungen, mit Konsistenz, mit Standardisierung, Innovation, Transparenz. Es ist ein Heilsversprechen, so wie auch schon unsere Überschrift sagt. Jetzt, Ansgar, vielleicht von deiner Seite, ist das zu Recht? Also ich glaube, das ist natürlich eine provokante These, dass es ein Heilsversprechen ist. Ich glaube, Integrated Facility Management hat natürlich seine Berechtigung. Das ist ein entsprechendes Geschäftsmodell. Das ist die Möglichkeit, große, viele Leistungen im Paket über mehrere Standorte an einen Dienstleister zu geben und dann zu hoffen, dass der Dienstleister seinen Job gut macht, dass die Ziele, die man damit erreichen will, dass man die damit auch erreicht hat. Und auf der anderen Seite muss man aber auch beachten, dass man als Arbeitgeber oder als Auftraggeber entsprechend aufgestellt ist. Also insofern, ich glaube, das ist eins von mehreren Modellen, die erfolgreich sein können, aber es kommt darauf an, dass man es gut macht von beiden Seiten. Genau, da sind wir eigentlich gerade beim Punkt, es kommt darauf an. Also wir hören es ja immer wieder, wie man es macht. Heute wollen wir uns ganz stark darauf fokussieren, wie die Business-Modelle, also quasi die ganzen finanziellen Modelle, wie das mit einhergeht. Jetzt vielleicht mal kurz von dir, Alexander. Du bist ja auf Dienstleisterseite, aber auch auf GEFMA-Seite kurz deine Perspektive zu dem ganzen Thema IFM. Also es sind ja sehr, sehr viele Ausschreibungen auf dem Markt. Wie siehst du die ganze Sache? Ja, sehr gern. Nochmal guten Morgen von mir auch in die Runde, Alexandra Papst. Ich bin eigentlich bei Ansgar. Es gibt kein richtig oder falsch in diesem Thema. Wir haben uns Anfang letzten Jahres in einem Expertenteam der GEFMA aus vielen Perspektiven dem Thema IFM genähert und haben gesagt, im Grunde genommen haben wir weiter zwei Ansätze auf dem Markt. Ja, wir haben die klassischen Bottom-up-Modelle und wir haben jetzt diese IFM-Modelle, die immer stärker in den Markt gehen. Und was wir einfach festgestellt haben, ist, dass der Markt im Wandel ist. Das war schon immer, aber er ist stärker im Wandel. Und wir haben gesagt, woher kommt denn das? Also wieso kommen denn jetzt verstärkt internationale Tender der großen Corporates auf den Markt? Und finden an Bedeutung für den deutschen Markt. Wir haben beobachtet, dass immer, wenn ein großer neuer Tender kam, Deutschland immer eins der Kernländer war. Und wir haben gesagt, was sind die Treiber dafür, für diesen starken Wandel, ja, und für diesen Change, für diesen Veränderungsprozess. Und da haben wir gesagt, wir sehen drei Treiber. Wir sehen einmal ESG, wir sehen Covid und wir sehen natürlich die Digitalisierung, die ganz neue Möglichkeiten bringt und auch in den IFM-Verträgen in Innovationsklauseln wunderbar verankert werden kann. Und da haben wir gesagt, es gibt weiter ein Nebeneinander beider Approaches auf dem Markt. Genau wie Ansgar auch gesagt hat, es gibt kein richtig oder falsch. Man muss es nur richtig machen. Und häufig ist es so, dass die Vertragsmodelle vielleicht sogar richtig auf dem Papier in dem MSA, Master Service Agreement über viele Länder oder auch in dem LSA, dem Local Service Agreement für Deutschland und dann für andere Länder einzeln implementiert wird. Aber es wird nicht richtig aufgesetzt von Beginn an. Die Baseline beispielsweise wird nicht richtig definiert. Und da haben wir gesagt, um solche Themen einfach auch zu vermeiden und um ein bisschen Möglichmacher zu sein und zu ermöglichen seitens eines Expertenteams, dass nicht jeder diese Fehler oder diese Pitfalls selber erleben muss, schreiben wir es mal auf. Und haben dann gesagt, naja, wir sehen eine große Chance für den deutschen Markt in diesen IFM-Modellen und haben verschiedene IFM-Modelle uns angeguckt und haben gesagt, aber im Kern sehen wir so drei Modelle. Im Kern steht das GMP, garantierter Maximalpreis. Wir haben aber auch Fixed Price und Cost Plus hier
und haben dann gesagt, naja, dann zeigen wir doch mal auf, welche Vor- und Nachteile haben diese Modelle und was muss man auch im Vertrag, in der Gestaltung, aber dann auch in der Implementierung berücksichtigen, damit diese auf dem Markt erfolgreich werden. Und da freue ich mich, dass wir heute hier eine spannende Diskussion starten. Vielleicht so viel erstmal von meiner Seite. Ja, bevor wir in den GMP und in die ganzen Financial Models reinkommen, vielleicht nochmal, Stefan, von deiner Seite, das ist ja für dich auch kein neues Thema. Was würdest du sagen, sind die größten Benefits, die ihr dadurch erlangt habt, dass ihr euch IFM eingeführt habt? Ja, ich möchte da vielleicht auch nochmal anfangen, was auch eben Ansgar und Alex da schon angesprochen haben. Ich denke, es ist nicht der Heilsbringer für alle Voraussetzungen. Ich denke, man muss grundsätzlich drei Fragen beantworten. Was habe ich, woher komme ich und wohin will ich? Was habe ich? Es ist immer der Unterschied. Habe ich 2-3 Standorte oder habe ich 20, 30 oder 200, 300 Standorte, die ich damit bewerkstelligen will? Woher komme ich? Habe ich schon Standardisierungen? Habe ich schon eine klare Transparenz in meiner Organisation? Oder habe ich eben eine sehr diversifizierte Struktur, dass an jedem Standort das Thema Facility Management anders gehandelt wird, mit anderen Strukturen, mit anderen Dienstleistern? Und wohin will ich? Will ich weiterhin selber als Unternehmen tief in der FM-Struktur sein? Will ich dort selbst vielleicht mit eigenem Personal dorthin managen? Und je nachdem, wie ich diese Fragen beantworten, kann ich dann eben auch sagen, macht ein IFM-Modell Sinn oder macht es kein Sinn? Und da komme ich eben auch schon zu der Antwort deiner Frage. Eben das bekomme ich mit IFM, war bei uns der wesentliche Benefit, dass wir eben von einer Situation aus einer Situation gekommen sind. Wir hatten viele, viele Standorte. Wir haben ja das gleich weltweit gemacht und Europa in einem Vertrag zusammengefasst. Wir haben eben keine standardisierte, konsistente Prozesse gehabt an den Standorten, sondern tausende von Suppliern. Und jetzt haben wir eben standardisierte Prozesse und einen Supplier. Und wir haben eben somit auch Transparenz und eben eine Durchgängigkeit der gesamten FM-Prozesse. Und ja. Nehmen wir weiter. Ja, und das gibt natürlich auch eine gewisse Sicherheit, dass auch Themen wie eben, dass man gesetzliche Voraussetzungen erfüllt in den Ländern, dass die Supplier entsprechende Versicherungen haben und so weiter, dass eben die auch sichergestellt sind, was eben vorher nicht der Fall war, wenn du eben tausende Supplier hast an den verschiedenen Standorten überall. Klingt auf jeden Fall spannend, weil doch immer wieder so Ausrufe gibt, ja, ich werde Transparenz verlieren, ich werde die nachher nicht haben. Aber gehen wir doch mal jetzt ins Detail der Businessmodelle. Jetzt haben wir mal ausgeholt, kann es denn Heilsbringer werden? Nein, kann es nicht. Könnte aber, je nachdem, wo man steht. Wir wissen, in Deutschland gibt es ja ganz viele LV-Vergaben, also Unit Price, da gibt es ganz viele Stücke und dann Menge mal Preis. Das kann für einen Standort funktionieren, für eine größere Vergabe, so wie du das gerade gesagt hast, Stefan, da kommt es natürlich an seine Grenzen. Deswegen wollen wir vielleicht heute mal drei verschiedene Businessmodelle differenzieren oder auch mal sprechen. Einmal der GMP, also der garantierte Maximalpreis, dann Kosten plus Fee und der Pauschalpreis. Bevor wir in die Diskussion gehen, vielleicht ganz kurz, also der Pauschalpreis, das ist klar, es gibt eine Leistung, dafür gibt es eine Pauschale, entweder ein Zwölftel oder wie auch immer, die abgerechnet wird. Dann bei der Kosten plus Fee werden die Kosten transparent gemacht, darauf gibt es eine Fee, also quasi ein, je nachdem, wie man das dann modelliert, ein Earning on top. Und dann beim garantierten maximalen Preis, der funktioniert in der Regel nur mit einem Open Book Modell, also man hat ein Ziel, ein garantiertes Ziel und man arbeitet gegen das Ziel hin. Unterdeckt man es, gibt es zum Beispiel einen Gainshare. Darüber hinaus ist es das Risiko des Dienstleisters. Also das sind so diese drei Modelle, die wir uns gerne jetzt anschauen würden. Und Alexandra, von deiner Warte her, wenn wir uns so große Komplettvergaben anschauen, also wenn wir uns Transparenz anschauen, Steuerungsaufwand, das heißt,
mehr oder weniger Steuerungsaufwand, die Eigenleistungstiefe, die sich in der Laufe der Vertragslaufzeit, in den 5 Jahren, 6 Jahren, 4 Jahren, wie viel auch immer, vielleicht verringern kann, die Preiseffizienz, Innovation, wo würdest du sagen, was ist denn eigentlich so, wir haben ja schon gesagt, es gibt nicht das perfekte Model, aber wie würdest du diese Kategorien aufteilen in diese 3 Businessmodelle? Was hat mehr Stärken? Ja, ich versuche mal zu beginnen, ja, dann gehen wir in die Diskussion. Alex, ich finde, du hast die 3 Kernmodelle sehr, sehr gut beschrieben, wobei wir natürlich auch alle wissen, dass es auch Hybridmodelle am Markt gibt und mittlerweile ja auch noch agilere Modelle. Ich denke, es ist so eine Reise, wie vorhin schon gesagt, ja, wir können nicht sagen, das eine ist schlecht, das andere ist gut und das GMP ist der Heilsbringer. Ich will es vielleicht mal so formulieren. Der Kunde kommt häufig von einem Fixpreismodell, hat einen ganz hohen Steuerungsaufwand, hat eine Inputlösung und ist stark einkaufsgetrieben. Und der Auftraggeber und der Auftragnehmer haben so entgegengesetzte Interessen. Das ist eine Situation, von der man häufig startet. Und dann geht man den ersten Transformationsschritt und kommt zu einem GMP. Wo wir eben, wie du richtig beschrieben hast, einen geringeren Steuerungsaufwand haben und wo der Auftraggeber eine Output-Lösung hat. Ja? Die ist auch nicht nur einkaufs-, sondern auch fachbereichsgetrieben. Das sehen wir immer wieder bei den Kunden, dass dann eben die Fachbereiche auch mit am Tisch sitzen. Und es gibt Anreize für den Dienstleister in so einem GMP, du hast es eben angesprochen, zur Kostenreduktion, dadurch, dass man beispielsweise bei Budgetunterschreitung ein Gainshare hat, ja, das da draufgesetzt wird. Man hat auch volle Kostentransparenz. Man kann Kosten proaktiv steuern durch dieses Open Book. Ich bin übrigens der Überzeugung, dass du das GMP nicht ohne Open Book machen solltest. Das ist die Erfahrung, die wir auch mit Auftraggebern in der Branche immer wieder teilen und auch in unserem IFM-Arbeitskreis als eine der Kernthesen herausgearbeitet haben. Und wir haben in diesem GMP überwiegend gleichgerichtete Interessen. Und das ist eigentlich das, wir sprechen ja von der Win-Win-Situation, in die uns dieses GMP überführt. Wir sehen aber auch am Markt, dass es jetzt Tendenzen gibt, die es schon seit einem Jahrzehnt in anderen Märkten gibt, die aber auch auf dem deutschen Markt jetzt mehr und mehr an Bedeutung finden durch die Situation, die wir vorhin beschrieben haben, eben einen starken Kostenfokus der Unternehmen und auch den Wunsch der proaktiven Kostensteuerung durch den Partner, der sagt, okay, wir kommen also von dieser Input-Lösung zu der Output-Lösung, aber eigentlich wünschen wir uns eine Outcome-Lösung, also einen strategischen Partner. Der Dienstleister wechselt seine Rolle hin zu noch agileren Modellen, wie zum Beispiel Vested, ja, eine weitere Denkweise vom GMP, wo also der Auftraggeber einen noch geringeren Steuerungsaufwand hat und wirklich Business Impact getrieben ist. Ja. Und der Dienstleister also in die Rolle kommt, die strategischen Ziele durch die Wirkung seiner Dienstleistung mit zu beeinflussen. Und hier sind wir dann also in einem Modell, wo wir sagen, wir haben voll gleichgerichtete Interessen. Wir haben absolute Anreize, sowas wie Less for Less oder Same for Less anzustoßen, dafür incentiviert zu werden. Und da bin ich wieder bei Ansgar und auch bei dem, was du, Alex, vorhin gesagt hast, da kommt es immer auf die konkrete Ausgestaltung dieser Modelle an. Das heißt, man kann durchaus eine Reise machen. Ja? Man kann anfangen mit einem Fixed Price, geht den ersten Transformationsschritt in die Output-Variante GMP. Konkrete Gestaltung ist wichtig und könnte dann auch diesen Schritt weitergehen zu einer Outcome-Lösung. Und da gilt es natürlich darum, diese Schritte richtig zu gestalten. Und der Kern, vielleicht noch, um auch auf deine erste Frage einzugehen, ist bei dem GMP immer, dass wir mit dem Auftraggeber aus der Dienstleistungsperspektive die Baseline richtig bestimmen. Was ist die Regelleistung? Und hier gemeinsam Konsens finden mit dem Auftraggeber, gern in einem Workshop vorab, was kommt in die Baseline und was ist eine Sonderleistung? Also Regelleistung in der Baseline und Sonderleistung außerhalb der Baseline und wie gehen wir auch mit dieser Sonderlösung um? Das sind so die Kernthemen, die wir dabei berücksichtigen müssen. Vielleicht so aus meiner Perspektive mal als Diskussionsanstoß.
bin relativ tief reingegangen. Ich würde noch einen Schritt gerne wieder zurückgehen. Wir haben nämlich die drei verschiedenen Businessmodelle uns angeschaut und auch gesagt, vielleicht Transparenz, Steuerungsaufwand. Ansgar und Stefan hatten aber gesagt, die Frage ist ja, woher kommt der Corporate und was möchte der Corporate? Jetzt vielleicht meine Frage an Ansgar. Was treibt denn ein Corporate, sich einen GMP oder Cost Plus wieder Fixed Price anzunehmen und den dann auch zu implementieren? Ist es die nötige Transparenz, der geringere Steuerungsaufwand oder was treibt gerade in der Zeit den Corporate? Was will er erreichen? Das ist genau die richtige Frage und ich glaube, da muss man tatsächlich ansetzen, bevor man über Modelle denkt, über die Art und Weise, wie ich das ganze Konstrukt dann auch verrechne, dass ich über die Ziele nachdenke. Und ich glaube, da müssen wir erstmal eine Klarheit haben oder jeder Auftraggeber muss für sich die Klarheit haben, wo drückt ihm am meisten der Schuh oder was möchte er am meisten erreichen. Also wir haben viele Themen schon mal angesprochen. Ich würde die jetzt mal so ein bisschen runterdeklinieren, um die vielleicht mal zusammenzufassen, zumindest aus meiner Perspektive, aus unserer Perspektive. Wir wollen natürlich Kosten sparen. Das ist das, was die Corporates treibt. Das ist das Ziel, was ziemlich weit oben steht. Das geht aber nicht alleine, sondern ich brauche noch andere Themen, die da eine Rolle spielen. Ich möchte natürlich Transparenz haben, weil nur wenn ich die Transparenz habe, dann kann ich Leistung beurteilen, dann kann ich auch Leistung steuern und dann weiß ich auch, ob ich im Wettbewerb der Dienstleister genau den richtigen gefunden oder ob die Leistung auch dann tatsächlich passt. Also Kosten sparen, Transparenz. Was wir auch angesprochen haben, ist das Thema Steuerungsaufwand reduzieren. Ja, es gibt einen Druck bei den Corporates oder bei den Auftraggebern, ihre eigene Organisation zu verschlanken. Das ist nicht nur im Facility Management der Fall, sondern es ist in vielen Bereichen bei Unternehmen der Fall. Und insofern ist das auch ein gewisser Druck, mit dem man umgehen muss. In diesem Zusammenhang stellt sich dann auch die Frage, was ist eigentlich die richtige Eigenleistungstiefe, die ich als Auftraggeber habe? Also habe ich denn entsprechende handwerkliche Mitarbeiter, die nach wie vor noch eine Rolle spielen bei mir im Unternehmen, die auch da sind, die ich integrieren möchte? Oder bin ich beispielsweise in einem neuen Bürogebäude oder in einem neuen Büroportfolio, wo ich neu hingehe, wo ich sowieso keine eigenen Mitarbeiter habe? Das heißt, da ist die Ausgangsvoraussetzung auch eine ganz andere, um dort einzusteigen. Also da über die Eigenleistungstiefe nachzudenken. Das Nächste, was uns bewegt, sind Innovationen. Also wir wollen Veränderungen sehen, wir wollen Veränderungen haben. Alles das, was das Management von Immobilien betrifft, was kann ich dort optimieren? Das ganze Thema ESG ist angesprochen worden. Wie können wir dazu beitragen, dort auch Mehrwerte zu schaffen? Und das kann ein schöner Punkt sein, zu sagen, Mensch, von dir als lieber Dienstleister erwarte ich eine Innovation, die ich vielleicht in der Vergangenheit selber in dem Maße nicht hingekriegt habe oder ich habe keine Qualifikation oder Ressourcen dazu. Und natürlich auch das Thema Flexibilität ist ein weiterer Punkt, der mich interessiert in dieser sich schnell verändernden Welt. In einer Welt, wo sich auch große Unternehmen verändern müssen, indem die neue Standorte haben, sich von anderen Standorten trennen. Inwiefern bin ich mit meiner Organisation und dem Dienstleister in der Lage, auf diese Flexibilität einzugehen? Und nicht zum Schluss auch das Thema Leistungssicherheit. Also wir als Auftraggeber wollen sicherstellen, dass das, was an Leistung erbracht werden muss, auch tatsächlich passiert. Ich sage nur das Thema Betreiberverantwortung. Wir kommen in Teufelsküche, wenn wir einen Dienstleister haben oder wenn wir ein Konstrukt haben zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, was nicht funktioniert, was genau diese Defizite hat. Also das sind die Themen, das sind die Ziele, die uns bewegen. Und jetzt muss man gucken, welche Modelle finde ich da, welche Partner, welche Dienstleister finde ich da, um genau diese Ziele auch entsprechend hinzukriegen. Stefan, Ansgar hat davon geredet, von Preiseffizienz bzw. Preisreduktion. Da stellen sich mir zwei Fragen. Erste Frage ist, wissen denn, oder eine Hypothese, die meisten Unternehmen wissen gar nicht mal, welche Kosten sie im Facility Management überhaupt wirklich haben. Das ist die erste These. Und die zweite These ist, wie könnte denn so eine Preissenkung gestaltet werden? Also ich weiß, ihr habt jetzt auch so einen Baseline-Ansatz gewählt. Wie seid ihr vorgegangen? Wie seid ihr zu einer Kostenreduktion gekommen?
Ja, zu deiner These, dass es die meisten Unternehmen nicht wissen, würde ich voll unterschreiben, ja, dass das mit Sicherheit so ist. Und so ist auch unsere Erfahrung aus dem eigenen Haus. Weil einfach die Erfahrung, die ist, dass wenn wir eine sehr, sehr, sagen wir, unstrukturierte, diffuse Situation haben bezüglich des Facility Managements, dass dann eben auch so die Situation ist, manche Kosten werden dorthin gebucht, manche werden dorthin gebucht. Und dann kommen wir eben vor der großen Herausforderung, die Alex hat schon angeführt, Baseline. Nämlich tatsächlich die Kosten herauszufinden, was kostet mich real oder was tatsächlich mein Facility Management, was kostet mich tatsächlich das komplette Paket. Und diese Baseline zu evaluieren, das ist die große Herausforderung. Und wir haben das so gemacht, dass wir eben den Weg gegangen sind, dass wir dieses für ein Leistungspaket, die Baseline, bestmöglich ermittelt haben und dann mit einem Savings Glide Pass gearbeitet haben. Dass wir dann gesagt haben, dass wir eben für dieses Leistungsspektrum muss der Supplier dann eben in den kommenden Jahren jeweils so und so viel Prozent dann die Kosten reduzieren können. Alex, eine Frage an dich. Jetzt haben wir gehört, wir wollen Kosten sparen. Wir haben verschiedenste Voraussetzungen, auch in der Transparenz. Was wäre denn für den Dienstleister eine notwendige Transparenz, weil vielleicht auch in der ersten Generation der Corporate gar nicht die Transparenz hat, um ein Businessmodell einzugehen, auch vielleicht so eine Einsparverpflichtung seitens des Dienstleisters gewährleisten zu können. Welche Transparenz benötigen wir oder wie können wir die herstellen, wenn wir die nicht haben? Ja, ich will direkt bei Stefan auch anknüpfen. Ich denke, das ist wirklich der Kern, dass du eine Transparenz bezüglich der Kosten hast, bezüglich der Baseline, aber auch eben diese Abgrenzung zwischen Regelleistung, Baseline und Sonderleistung herzustellen. Und da ist es wichtig, dass wir Vertrauen und Offenheit auch seitens des Auftraggebers bekommen und uns hier gemeinsam an einen Tisch setzen und sagen, also welche Regelleistungen siehst du denn? Zeig die doch mal auf, lass uns die mal mit unseren Erfahrungen matchen und dir mitgeben, was wir für Erfahrungen gemacht haben, welche Themen in so einer Baseline sind, was hast du im Moment vielleicht in einer heterogenen Fremdvergabe, wo du noch gar nicht drüber nachdenkst als Auftraggeber, ach, das zählt ja auch in eine sogenannte Baseline, also überhaupt erstmal ein gemeinsames Verständnis schaffen und eine vertrauensvolle Umgebung, denn der Auftraggeber muss sich ja auch dafür öffnen. Er kommt ja von einem Input-Ansatz und geht jetzt in eine Partnerschaft. Und dann aber auch zu sagen, wie können wir denn vielleicht Modelle finden, bei denen wir sagen, wir sind uns bei einer bestimmten Kostenkategorie noch gar nicht sicher. Ja? Vielleicht ist das weder Baseline noch Sonderleistung. Vielleicht brauchen wir so ein Zwischending. Und da in dieser Kategorie müssen wir uns dann anschauen, wie können wir diese Leistungen auch shiften in den einen oder anderen Bereich. Und dafür müssen wir mit dem Auftraggeber einen Mechanismus festlegen. Und wir müssen festlegen, wie ist denn dieser Mechanismus, über welchen Zeitraum wollen wir das machen und wie wollen wir da miteinander umgehen. Um dieses Thema dann auch richtig leben zu können, brauchen wir aber auch die richtige Governance auf so einem Modell. Das ist also auch ein zweiter Punkt, ein zweiter Treiber, der extrem wichtig ist, dass also der Auftraggeber, sich auch der Kunde aus unserer Perspektive mit uns gemeinsam Gedanken darüber macht, wie sieht denn eine Governance auf einem solchen Modell aus, um dann eben auch die richtigen Entscheidungen im Prozess im ersten Jahr treffen zu können, aber auch insbesondere in diese Baseline-Validierung, die man dann ja in einer ersten Periode macht, True-Up-Periode, um die auch richtig steuern zu können und um dann eben über dieses Governance-Modell auch zeitnah die richtigen Entscheidungen gemeinsam treffen zu können in die eine oder die andere Richtung. Das ist so der zweite große Punkt, den es braucht, um solche Modelle dann eben auch gemeinsam erfolgreich zu leben. Und das dritte Thema ist, dass der Auftraggeber, und das ist auch ein Thema, was heute ja schon viel angesprochen wurde, auch gemeinsam nochmal mit dem Dienstleister darüber nachdenkt, wo habe ich denn eigenes Personal? Wie tief geht denn meine Eigenleistungstiefe im Moment bei mir selber?
tatsächlich, und da muss man auch ehrlich mit sich sein, wer beschäftigt sich denn gerade mit diesen Themen rund um die Baseline, rund um die Sonderleistung, auch in der Steuerung? Und diese Steuerung möchte ich ja dann ja auch abgeben an den Dienstleister. Und da brauchen wir viel Transparenz und Offenheit und müssen auch auf der Auftraggeberseite immer wieder dieses Verständnis schaffen, dass man diesen Weg gemeinsam geht und eben auch ehrlich dann miteinander eben dieses Modell aufstellt. Also der Kern liegt tatsächlich in einer vertrauensvollen und transparenten Zusammenarbeit von Beginn an, Tag 1. Du hast zwei, drei Punkte, gute Punkte gebracht. Einmal Vertrauen. Vertrauen kommt über Erfahren. Das heißt, man kann natürlich nicht von Tag 1 einfach von Vertrauen sprechen. Und dann hast du einen Punkt gebracht bezüglich Steuerung. Die Steuerung wird abgegeben. Das ist auch ein sehr, sehr kritisches Thema. Die meisten Corporate sagen, ich will doch nicht die Steuerung abgeben. Ich muss doch weiter steuern. Also von dem her, das ist auch ein sehr kritisches Thema. Ich möchte aber noch einen Schritt zurückgehen, weil mir die Frage nicht präzise genug beantwortet wurde, über die nötige Transparenz. Also was ist denn die nötige Transparenz bei einer Ausschreibung? Muss der Corporate jetzt 2 Jahre davor Transparenz schaffen, bevor er in so einen Prozess gehen kann? Oder reicht dem Dienstleister ein SAP-Auszug des letzten Jahres? Also Governance auch klar. Das heißt, wir brauchen eine klare Richtlinie dann für die True-Up-Phase, für die Implementation. Aber mit welchen Grundlagen startet man, dass es überhaupt möglich ist? Auch nochmal an dich, Alex. Okay, alles klar. Ich dachte, du gehst weiter. Gute Frage. Ich denke, es ist ein Mix aus allem. Du brauchst die Transparenz sicherlich nicht nur von Anfang an, sondern du musst auf historische Werte zurückgreifen. Also so macht es ja das GMP. Es greift auf historische Kosten zurück. Das heißt, ganz konkret, deine Frage zu beantworten, du brauchst beispielsweise die letzten 2 oder 3 Jahre. Diese historischen Kosten musst du dir zusammen angucken und die musst du auswerten. Du musst aber darüber hinaus auch auswerten, was sind denn die Erfahrungswerte des Dienstleisters, was für Kosten da noch mit reinspielen. Und das musst du zu diesen historischen Kosten hinzunehmen. Also es ist etwas mehr als ein SAP-Auszug. Und du musst dir vor allen Dingen darüber auch im Klaren sein, wo finde ich diese Kosten? Sind die in einem System? Was für Systeme müssen noch hinzugezogen werden? Und wie will ich tatsächlich dann diese neue Kostenübersicht und auch die proaktive Steuerung dieser Kosten denn zukünftig als Corporate, als Auftraggeber machen? Möchte ich das in einem System des Dienstleisters? Möchte ich das in meinem eigenen System? Wie weit bin ich auch bereit, diese historischen Kosten, von denen ich gerade gesprochen habe, der letzten 2 bis 3 Jahre für die Baseline-Bildung, denn jetzt weiterzuentwickeln? Und da müssen wir Transparenz schaffen. Und da wird es ein Mix sein aus historischen Kosten, aus dem, was der Dienstleister an Erfahrungen reinbringt. Aber ich möchte auch noch einen dritten Punkt bringen, aus ganz aktuellen Themen. Denn wir sehen ja, dass Covid die Arbeitswelten verändert hat. Und es gibt weitere Trends. Nehmen wir mal das Thema Covid, Post-Covid, wird ja auch schon viel gesagt. Die ganzen Flächennutzungskonzepte haben sich geändert. Wir haben ganz andere Möglichkeiten hier zu steuern. Wir müssen die Leute mit Anreizen zurück ins Büro bringen. Und auch die Werte, die wir in den historischen Kosten haben, haben andere Trends. Das muss auch berücksichtigt werden in der Kostentransparenz. Und da ist eben diese enge Zusammenarbeit des Dienstleisters und des Auftraggebers wichtig, aber sicherlich auch ein System, also ein System, das eben dann auch Kostentransparenz erzielt und das dann auch die Auswirkungen von aktiver Kostensteuerung direkt aufzeigt und widerspiegelt. Ja, ich möchte direkt den Finger in die Wunde legen. Du hast vorhin gesagt, Corporates wünschen sich natürlich eine Steuerungseffizienz, dass ich das effizient steuern kann. Jetzt hat Alex vorhin gesagt, die Steuerung muss auch übergehen. Wie kann ich das verstehen? Also bedeutet das, dass in Zukunft der Corporate nicht mehr steuert, sondern die Steuerung dem Dienstleister übergeben wird und man vertraut dem Dienstleister quasi ab Tag 1 und man hat keine Steuerung mehr? Und wenn dem so wäre, dann brauche ich ja gar keine Steuerungsinstrumente. Mal eine ganz provokante Frage. Also vielleicht antworte ich da einfach mal. Das schreit ja quasi nach einer interessanten Antwort.
wenn man darüber spricht, Steuerungsaufwand zu reduzieren, dann gibt es nicht den Steuerungsaufwand, der da ist oder nicht da ist, sondern dann denken wir ja als allererstes mal an die verschiedenen Ebenen der Leistungserbringung, der Qualitätssicherung, der Steuerung und der Governance. Und das ist so ein mehrschichtiges Modell. Und der eine oder andere kennt wahrscheinlich das Funktions- und Leistungsmodell, was mittlerweile in der Branche recht etabliert ist. Und wir haben Steuerungsleistungen eigentlich auf allen Ebenen. Wir haben zum einen die Steuerungsleistung beim Dienstleister selber, der am Anfang überhaupt erstmal eine Einsatzplanung macht, der eine Qualitätssicherung macht. Wir haben dann eine Leistung, die sich Objektmanagement nennt, also Verantwortliche für ein Objekt, die auch bestimmte Steuerungs- und Bewertungskompetenzen haben. Ich habe darüber hinaus auch noch Dienstleistungssteuerer, die also für größere Verantwortungsbereiche und für Prozesse und für Leistungserbringung und Zielerreichung verantwortlich sind. Und jetzt kommt es tatsächlich darauf an, was möchte ich denn reduzieren oder was kann ich reduzieren? Das, was uns relativ schnell klar ist, dass man in dem Bereich der Leistungserbringung und der direkten Leistungssteuerung, Qualitätssicherung, das kann man sehr, sehr gut an Dienstleister übertragen. Das macht normalerweise der Dienstleister auch selber gut. Wenn man zu dem Thema Objektmanagement, also wo liegt die Betreiberverantwortung, schaut, dann kann man beide Modelle fahren. Man kann diese Leistung oder diese Funktion, diese Rolle, diese Funktion, die kann man im Dienstleister übertragen. Die kann man aber auch selber noch in der eigenen Organisation abbilden. Und das ist jetzt genau die Differenzierung, in welcher Ebene bewege ich mich, was ist mein Ziel. Und jede dieser Ebene hat im Grunde eine Bewertungs- und eine Steuerungskompetenz. Und das ist genau der Punkt, an welcher Stelle traue ich mich als Auftraggeber oder möchte ich auch als Auftraggeber diese Bewertungs- und Steuerungskompetenz aus der Hand zu geben. Und ich bin der Meinung, spätestens am oberen Ende da, wo man also über Dienstleistungssteuerung spricht, spätestens da sollte der Auftraggeber diese Bewertungs- und Steuerungskompetenz nicht aus der Hand geben, weil man dann tatsächlich am Ende nur noch bunten Bildchen zuguckt und sagt, hey, die Grafik ist schön, die Kosten sind auch cool. Ob das alles so passt, weiß ich nicht mehr. Also das ist so meine These und auch vor allen Dingen meine Erfahrung. Aber gerne auch andere Meinungen jetzt. Ja, ich wollte eigentlich schon direkt das nächste Thema aufmachen, aber ich glaube, da wäre von Stefan auch sehr interessant, weil soweit ich noch in Erinnerung habe, steuert ihr sehr, sehr lean. Ihr seid da sehr effizient. Wie geht ihr davor? Also ihr macht nicht mehr die Kontrolle der Kontrolle, sondern ihr steuert wirklich auf Portfolio-Level oder auf Regionsebene. Habt ihr noch den typischen Standortverantwortlichen, der den Dienstleister steuert, oder ist der Dienstleister am Standort, der kontrolliert alles und ihr steuert, auf Regionalebene? Wie macht ihr das? Das ist unterschiedlich. Wenn wir also sehr, sehr sagen wir, komplexere Produktionsstandorte haben, dann haben wir selbstverständlich noch jemand dort, eben aus unserem eigenen Unternehmen, der eben dort dann der Partner ist vom Dienstleister, weil du hast dann eben auch immer Schnittstellen dann auch zu Produktionsprozessen, du hast solche Dinge drin, dass du das alles, dass da an Produktionsstandort das alles komplett einen Dienstleister überlässt, das glaube ich auch nicht, dass das machbar ist. Wenn ich einen reinen Bürostandard habe, dann brauche ich da niemand mehr, der das eben aus meinem Unternehmen steuert. Und dann kann ich das sehr, 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 sehr lean machen. Und natürlich, wenn ich dann eben Steuerungsaufwand, natürlich, der Dienstleister sollte der Fachmann sein. Meine Steuerungstiefe sollte natürlich da sehr begrenzt sein. Wenn ich da ein Fachunternehmen habe und gehe ich jetzt mal ins technische FM und ich habe in meinen Verträgen drin, du Dienstleister, du musst dafür sorgen, dass alle technische Services an meinen Heizungs-, Lüftungs-, Aufzugsanlagen dort stattfinden, dann muss ich dem nicht sagen, wie er das zu machen hat und wann er das zu machen hat. Sondern ich muss ihn dazu verpflichten, das zu dokumentieren, und ich kann dann Checks machen. Aber da gehe ich dann nicht mehr runter in die Steuerung rein. Stefan, du sprichst ein Thema an, was auch die Branche sehr bewegt, das ist das Thema der Ergebnisorientierung oder Ressourcenorientierung.
Du hast gerade Themen angesprochen, dass du ihm sagst, was jetzt nicht mehr was er zu tun hat, sondern wie das Ergebnis ist. Meine Frage ist, habt ihr alle Services ergebnisorientiert, steuert die ergebnisorientiert und dementsprechend rausgeschrieben? Oder gibt es einige Services, wo ihr sagt, da kommt es an die Grenzen, da sind wir immer noch ressourcenorientiert unterwegs, weil es einfach nicht möglich ist? Ja, wir haben eben die meisten Services haben wir eben so ergebnis-output-orientiert definiert, aber wir sehen auch an manchen Themen, an manchen Service-Bereichen, da kommst an die Grenzen und da brauchst auch für die Transparenz kannst du es so nicht durchführen. Und da haben wir auch gesehen, dass wir dann in der zweiten Phase dann korrigieren müssen und das eben anders definieren. Kommen zur zweiten, dritten Phase, also zweite Generation, dritte Generation. Meist sind solche Generationen ja mit Einsparverpflichtungen oder irgendwelchen Verpflichtungen zusammenhängend, die dann der Dienstleister erbringen muss in den nächsten Jahren. Jetzt hören wir ja aus verschiedenen Seiten immer wieder, ja, die Kosten sind eigentlich sowas von am Ende. Eine weitere Einsparverpflichtung ist eigentlich gar nicht möglich. Alex, jetzt mal von deiner Seite, wenn wir mal weiter hinausschauen und gar nicht mal an Einsparungen denken, was kann der denn Dienstleister noch bringen in so einem GMP Fixed Price, also in so einem Vertrag, in einem Businessmodell, die nicht unbedingt Einsparungen betreffen, sondern die ein Value Add für den Corporate darstellen? Ein ganz wichtiges Thema, Alex. Ich denke, das ist genau. Genau der Sinn dieser Modellierung. Wir müssen auf das ganze Thema Innovation. Und Ansgar, du hast es ja vorhin auch angesprochen. Ich denke, dass der Kern die Innovation ist, denn wir können in einem GMP oder auch in der Verfeinerung eines Vested das Thema Innovation wunderbar implementieren und können beide profitieren an der Wirkung einer Innovation. Also wir gehen tatsächlich ganz klar von Output sogar zu einer Outcome-Orientierung der Wirkung der Dienstleistung und können hier beispielsweise einen Gainshare draufsetzen, können sagen, wir führen gemeinsam Innovationen ein. Wir sind hier strategischer Innovationspartner, nicht mehr reiner Dienstleister, der auf eine Regelleistung Savings bringt, sondern wir gucken uns mit dir, lieber Kunde, deine strategischen, deine taktischen Ziele an, deine Ziele on-site und schauen ganz genau, in welchem Bereich energetisch benötigst du eine Innovation, Technik, infrastrukturell und haben diesen ganzheitlichen Ansatz und können beispielsweise über diesen Hebel der Innovation einen echten Customer Benefit liefern, der nicht nur rein immer auf Savings und Kostenreduktion geht, sondern tatsächlich auch auf die Verbesserung der Situation an einem Standort, an einer Site oder übergreifend an mehreren Sites. Man kann ja häufig auch eine Innovation dann in einem Best Practice skalierbar machen und auf unterschiedliche Sites übertragen und hier tatsächlich den Mehrwert für den Kunden sicherstellen, um eben den Kunden auch voranzubringen in den Themen, die ihn bewegen und da schauen, an welche Grenzen kommen wir als Dienstleister, wo gehen wir als Dienstleister, aber beispielsweise auch für den Kunden in ein Invest, ja, damit er seine ESG-Ziele erreicht. Wir nehmen sozusagen eine neue Rolle ein und das können wir wunderbar in den IFM-Modellen machen und hier Innovationen treiben, Digitalisierung treiben und eben wirklich Mehrwerte stiften, nicht nur in diesem ganzen Thema Savings Glidepath, denn da bin ich voll bei dir, Alex. Die meisten, X-te Generation Outsourcing, ja, da ist es sehr, sehr schwer, rein über die Kosten und über die Baseline tatsächlich Einsparungen zu generieren, sondern da müssen wir weiter gucken, müssen wir einen holistischen Ansatz wählen. Ich möchte eine Sache noch zu Katja. Ja, ich habe auf den Chat geguckt, denn offensichtlich gibt es hier doch einige Kommentare zum Thema der Kostenbetrachtung. Und ich darf vielleicht Dr. Herbert Grebens hier einmal kurz zitieren mit der Frage, ob nicht erst einmal die Qualitätsziele und die KPIs definiert werden sollten, denn die Bewertung von historischen Kosten sind immer schwierig, weil sie geben eben nicht wirklich Rückschluss auf künftige Kosten. Sehr schön. Also, super Frage. Vielleicht, Alex, darf ich ganz kurz selbst antworten. Ich wollte nämlich gerade noch sagen, dass ein ganz wichtiger Punkt, und da sind wir eben ein bisschen schnell vielleicht weitergegangen für mich, die KPIs sind. Denn wenn du über
über eine solche Zusammenarbeit, beispielsweise in einem GMP redest, musst du ja auch festlegen, welche Qualität, und Stefan, das hast du ja ganz am Anfang auch gesagt, möchte denn der Auftraggeber? Und da denke ich, ist es extrem wichtig, gemeinsam mit dem Auftraggeber die KPIs zu definieren, die ihm in verschiedenen Phasen auch dieses Vertrages, und GMP geht ja häufig über 6 Jahre, wird weiter verlängert, im Vested-Modell verlängert er sich automatisch über die Performance des Dienstleisters, also immer wenn die KPIs und die Savings erreicht werden, wird auch der Vertrag verlängert. Da ist es extrem wichtig festzulegen, welche Qualität, an welcher Stelle möchte der Auftraggeber, und das auch ganz eindeutig dann in die KPIs zu schreiben und zu sagen, in Ordnung, das sind die KPIs beispielsweise, die in Jahr 1 für mich ganz hohe Relevanz haben. Und wenn wir da jetzt eine bestimmte Qualität gemeinsam geprüft haben, dann gehen wir bewiesen haben, dann gehen wir in eine zweite Phase, da spielen vielleicht andere KPIs eine Rolle. Und die müssen, um eben natürlich nicht immer nur über Kosten zu reden, vollkommen richtig, sondern auch über Qualität der Dienstleistung, die müssen gemeinsam für die verschiedenen Phasen des Vertrages miteinander festgelegt werden. Sehr gute Frage. Ja, wir haben heute eine Stunde, von dem her fokussieren wir uns mehr auf die Business-Modelle. KPI ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, die Balance Scorecard, wie man die aufsetzt. Aber ich würde gerne die letzten Minuten nochmal nutzen dafür. Wir haben jetzt viel gehört über die Business-Modelle, aber das ist ja trotzdem eine Transformation. Das bedeutet, Auftraggeber, aber auch auftragnehmerseitig müssen wir uns entsprechend aufstellen, dass solche Systeme funktionieren. Und Ansgar, an dich eine Frage. Das heißt, bevor wir in so ein Konzept gehen oder während des Konzeptes, vor der Ausschreibung und bevor Go Live, was muss denn der Auftraggeber alles sicherstellen oder wie muss er sich aufstellen, dass so ein IFM-Modell funktionieren kann? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das Funktions- und Leistungsmodell schon angesprochen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Grundlage dafür, dass man sich als Auftraggeber mal Gedanken macht, wie stelle ich mich auf, welche Funktionen und Leistungen in diesem ganzen Thema Immobilienbewirtschaftung wird eigentlich meine Rolle sein, wird mein Thema sein und welche der Leistungen und Funktionen möchte ich einem Dienstleister übergeben. Und das ist im Grunde wie so eine Membran zwischen zwei Flüssigkeiten, muss man so sagen. Und die Membran ist dann der Vertrag, das ist dann der Übergang, die Schnittstellen. Und diese Membran kann man in der verschiedensten Stellen schneiden. Wir haben darüber diskutiert, welche Leistungen jetzt noch beim Auftraggeber sind oder welche Leistungen jetzt schon bei dem Dienstleister sind. Und das ist das allererste, worüber man sich Gedanken machen muss. Da zählt mit rein, ob ich Mitarbeiter bereits schon habe, die ich auch weiter gerne einsetzen möchte. Aber das ist so die erste Überlegung, die man macht. Und dann schaut man sich an, welche Leistungsteile liegen tatsächlich auf der Dienstleisterseite und welche Leistungsteile liegen auf der Auftraggeberseite. Und dann schauen wir uns an als Auftraggeber, passt das denn bei uns? Haben wir genug Ressourcen oder haben wir zu viele Ressourcen? Haben wir die richtigen Qualifikationen? Haben wir die richtigen Personen auf den Stellen? Passen denn auch unsere Prozesse? Denn es ist nicht nur schön, wenn der Dienstleister gute Prozesse mitbringt, die müssen ja auch zu uns passen. In welchen Systemen arbeiten wir? Wollen wir ein System des Dienstleisters verwenden oder wollen wir ein eigenes System verwenden? Haben wir ein eigenes System? Und das sind die Themen, die wichtig sind. Und was wir jetzt gerade im Moment machen, wir eine große Ausschreibung bei Mahle. Wir gehen genau nach dieser Systematik vor. Und wir schauen uns nicht nur an, welche Leistung wir künftig von dem Dienstleister bekommen wollen, sondern wir schauen uns auch an, wie muss unser Auftraggeber, unsere Steuerungsorganisation aussehen, um genau diese Membran sehr, sehr gut gestalten zu können. Weil das Schlimmste ist, wenn ich irgendwelche Leistungen vom Dienstleister abfordere und er sagt, ist aber nicht meine Aufgabe. Oder wenn ich Leistungen erbringe oder ein Dienstleister mir die Leistung erbringt und ich habe keinerlei Ahnung, wie ich das bewerten soll. Also das muss man sich im Vorfeld sehr genau überlegen. Und meine Erfahrung ist, man muss zu einer Ausschreibung, die man macht, auch sich seine eigene Steuerungsorganisation auch angucken. Und wenn man da Defizite hat, muss man daran. Und am Ende ist es immer die Gesamtheit zwischen der Steuerung oder dem Auftraggeber und der Auftragnehmerleistung. Das betrifft übrigens auch die Kosten. Wenn wir von Kosten reden, haben wir in der Vergangenheit immer häufig darauf geguckt, wie sind die Kosten des Dienstleisters. Aber die Kosten der Immobilienbewirtschaftung
sind auch wieder beides. Das sind Steuerungsorganisationen als auch Auftragnehmerorganisationen gemeinsam. Und auch da muss man sich das genau anschauen, welche Kosten man da reduziert. Und über die Gesamtkostenreduzierung kann man viel besseren Argumentation auch gegenüber seinem Unternehmen finden, wo an welcher Stelle was zu reduzieren ist oder wo da Kostennachteile liegen. Ja, zu einer Partnerschaft gehören ja mal zwei. Also jetzt haben wir gehört, wie sich ein Corporate aufstellen muss, bevor er so eine Partnerschaft eingeht. Alex, vielleicht von deiner Seite, was muss denn oder wohin muss sich der Dienstleistermarkt noch bewegen? Oder ist er schon richtig aufgestellt? Oder wo könnte er sich noch verbessern, um genau solche Partnerschaften, die dann hoffentlich mehr als eine Generation gehen, eingehen können? Ja, danke Alex. Ich kann mich eigentlich Ansgar nur anschließen. Wenn ich diese ganzen Themen, und Katja hat sehr wunderbar da hingeschrieben, auch auf das Whiteboard, wenn ich diese ganzen Themen angucke, Systeme, Prozesse, aber auch Ressourcenbeurteilung, kompetente Auftraggeberorganisation, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir uns aus Dienstleisterperspektive genau das wünschen, genau diese Überlegungen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, Ansgar, bei Mahle, bei euch, ja, die Auftraggeberperspektive, die sich damit auseinandersetzt und eben auch der Dienstleisterorganisation ein Gegengewicht gibt, einen kompetenten Ansprechpartner, mit dem man gemeinsam Themen lösen kann. Ich denke, um ganz konkret auf deine Frage zu antworten, aber ich wollte Ansgars sehr wichtigen Beitrag auch noch kommentieren, die Dienstleisterwelt ist auf einer guten Transformation mit ihren Kunden und muss sich jetzt eben schrittweise weiter bewegen. Ja? Also der Transformationsschritt von Input zu Output, also ergebnisorientierter Dienstleistung, der ist sehr, sehr gut aus meiner Sicht vollzogen. Und jetzt müssen wir weitergehen. Jetzt müssen wir zu der outcome-orientierten Sichtweise kommen, die Wirkung der Dienstleistung in den Vordergrund stellen, die wirklich kooperativen, agilen Steuerungsmodelle Hand in Hand mit den Auftraggebern zusammen auch entwickeln und hier den Auftraggebern genau zuhören. Ich kann nur wieder den roten Faden zum Anfang zurückbringen zu Stefan, ganz konkret mit dem Auftraggeber herausfinden, was er will. Weiß er denn schon, was er will? Was sind die konkreten Themen, die für ihn wichtig sind? Und damit der Dienstleistung anzusetzen und eben auch tatsächlich mit der Wirkung der Dienstleistung und eben noch agiler zu werden, neue Formen dieses GMP auch, die Weiterentwicklung vielleicht zu einem Vested mit den Kunden gemeinsam zu diskutieren, um dann eben auch auf langfristige Verträge miteinander zu kommen. Denn auch für einen Auftraggeber ist es nicht schön, immer nur für 5, 6 Jahre einen Vertrag zu machen und dann einen Dienstleister zu wechseln, sondern da brauchen wir Mechanismen. Und da denke ich, kann der deutsche Markt noch viel auch von UK beispielsweise lernen und sehen, was gibt es dort für Modelle, wie sich eben Verträge auch, ich habe es vorhin angesprochen, bei KPI-Erreichung, bei Performance des Dienstleisters, bei der Erreichung gemeinsamer Innovationsziele dann auch automatisch weiterentwickeln und hier eben tatsächlich auch in diese wirkliche Kooperation und wirkliche strategische Partnerschaft zu gelangen. Ich denke, da ist noch eine Wegstrecke zu gehen, aber die können wir nicht als Dienstleister alleine gehen, sondern die müssen wir mit den Auftraggebern zusammengehen, Hand in Hand, auf der Basis von Vertrauen. Und auch da bin ich voll bei dir, Alex, das muss erst aufgebaut werden. Und deswegen müssen wir eben auch diese Transformationsprozesse gemeinsam anstoßen und gehen. Ja, wunderbar. Wir haben gerade gehört, Transformation. Ich glaube, IFM ist eine Riesentransformation für ein Unternehmen. Wir haben heute diskutiert das Thema GMP, Cost-Plus-Fee, Fixed-Price als verschiedene kommerzielle Modelle. Aber das ist nur ein Zahnrädchen. Wir haben viele Themen diskutiert, was damit zusammenhängt, die Steuerung, wie muss sich der Dienstleister aufstellen, wie muss sich der Auftraggeber aufstellen, wie kann eine Ausschreibung durchgeführt werden, wenn es größer ist als Baseline-Ansatz, welche notwendige Transparenz braucht man. Ich denke, wir haben das Thema angeschnitten, andiskutiert, aber da heißt es noch ganz, ganz viel, in der Branche weiterzuarbeiten, dass man auch irgendwann sagt, IFM hat wirklich oder kann, nicht nur kann, sondern bringt den Mehrwert. Und ja, damit würde ich eigentlich ganz gerne mich bedanken bei allen und an Katja übergeben.
Dankeschön. Dann bitte ich mal meinen Kollegen, eine Seite weiter zu springen. Denn erstens möchte ich mich natürlich bei der Runde einmal ganz, ganz herzlich bedanken. Aber bevor Sie jetzt alle in den nächsten Termin huschen, möchte ich Ihnen natürlich gerne den morgigen Termin auch noch ans Herz legen. Morgen reden wir über Workplace-Themen. Wir beschäftigen uns ja bei Proof mit Betrieb, mit Workplace und mit Nachhaltigkeit. Morgen Workplace, das ist eigentlich fast dasselbe wie Nachhaltigkeit, aber gut, darüber streiten wir uns dann morgen. Wir reden darüber, woran man eigentlich gute Büroarbeitswelten erkennt, ohne sich von schönen Möbeln einfach nur blenden zu lassen und auf Strukturen zu verfallen, die nicht gut funktionieren. Ich glaube, Strukturen, die gut funktionieren oder nicht gut funktionieren, ist auch das ein gutes Stichwort für die heutige Diskussion, die wir sicherlich nicht zu Ende geführt haben. Also ich denke, da werden wir weiter dranbleiben müssen. Sie haben, glaube ich, selber gemerkt, wie schwierig es ist, da wirklich on point sozusagen drauf zu kommen, was denn jetzt eigentlich das Richtige zu tun ist oder was bringt, was nutzt. Weiter möchte ich es gar nicht jetzt belabern. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war gut zusammengetragen, aber es ist ein Riesenthema. Und das wirklich dann zusammenzubringen, das ist eine schwierige Sache. Ich danke allen Beteiligten, ich danke auch allen Zuschauern, dass sie heute hier dabei gewesen sind und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Dankeschön.